Genau, die kann nur auf Distanz töten. So mit Cold ist ja gar kein Problem. Da outrange man sie einfach, dann ist sie down. Aber hier musst du halt echt reingehen. Ja, das stimmt. Aber die Kanone halt, Blix weiß halt momentan auch, wie er mittlerweile auch, wie er die krass setzen kann, ohne dass die halt rankommen. Oh, sauber. Kriegen wir alles. Rechts ist irgendwie, ich glaube, von hinten kommt gleich einer. Ja, da ist er schon. Das war nice. Alter, ich könnte hier so rage mit meinem iPad. Ich habe das Ding einfach nicht unter Kontrolle. Muss das halten, richtig, oder wackelt Gefühlt das? ja, es geht nichts damit. Hast du eine Taktik, was man da machen kann? Ich leg sonst immer im Bett, das ist super chillig. Also Überschlag die Beine und hab das dann so an mich rangelehnt. Das ist ich das schicke dir sonst Beste. nachher mal bei WhatsApp ein Bild, wo bei mir, wie das aussieht mit dem Ständer. Mit dem Ständer, ja, schick mir safe ein Bild bitte von dem Ständer. Jetzt bei dir Hashtag Ständer alle rein. Und dann, also damit geht das echt ganz gut. Mich gerade so weggeholt. Ich weiß nicht, warum immer Nein, die Ulti nicht nein, zündet. Ich drücke da mal zack. drauf und dann In der registriert Mitte das ist einer nicht. mit 8 oder so. Boah, das war knapp. Wir brauchen gar nicht hinterhergehen, wir haben 2. Dadurch kommen die eigentlich nicht mal ran. Jetzt dürfen wir nicht einen Fehler mehr machen. Entweder das ist ein extrem langes Game oder ein schnelles. Ja. Aber die spielen auch komplett taktisch. Rechts kommt einer. Ja, rechts kommt der Bull. Aber der. Ah, wenn der irgendwie was versuchen will. Das sieht jetzt ganz okay aus. Wir haben auch 7 wieder. 8. Liegt noch einer. Und ich habe wieder die Bomben. Nein! Nein, komm Egal, wir können in schon. der Mitte stehen bleiben, wir kriegen 10 zusammen. Das ist der 10. Oh mein Gott, 10 zu 10. Ja, jetzt den 11 noch nehmen. Oh mein Gott, einfach einen Kontrollschuss in den Busch gemacht und da war er einfach. Was war das denn? Der hat alle Ults Oh kassiert. mein Gott, richtig krasses Game gewesen. Sehr geiles Boah. Game, Alter. Wie taktisch geil war Das das war denn? richtig gut. Das war richtig gut. Alter. Die kann dann ja gar nicht mehr ran. Das geht ja echt, das ist verdammt gut. Es geht einfach darum, die Mitte zu verteidigen, weil die ganze Zeit Genau, da Mitte neue einnehmen und rauskommen. dann geht das eben. Ja. Bunteres High, würde ich sagen, was momentan da ist. Ich glaube noch nicht ganz global, aber so kurz Okay. vor. Aber Blix ist ja, glaube ich, irgendwie global schon irgendwie Platz 70, 80, weiß ich nicht. Warum kann mich die gegnerische Shelly einfach so wegholen? Das verstehe ich nicht. Ich verkacke jedes 1 gegen 1 gegen eine Shelly. Oh, fuck, Mord ist hinten. Wenn die ganz nah dran ist, macht die halt Ultra Damage. Ja, deswegen. Und Aber wenn ich du glaube. ganz nah dran bist, dann machst du, glaube ich, noch mehr, weil du halt Max bist. Ich glaube, mit der Ulti macht sie auf Max irgendwie 700 Damage. Oh, das war so. Ja, der Mortis ist extrem gut. Vielleicht spiele ich gleich auch mal Mortis. Mortis ist so echt so alles oder nichts. Ja, gerade wenn die haben jetzt zwei Brawlers, die halt richtig gut poken können. Ja. Und dadurch kriegt der Mortis halt immer die ganzen Last Sets. Jetzt Ja. kommt er einfach rein und nimmt mich weg. Und ich kann dagegen nichts machen mit Ulti jetzt noch. Ja. Kann man nichts gegen tun. Das ist halt ein Witz. Wie nervig. Jetzt müssen wir die Mitte komplett halten. Alter, der hat meine und deine Ult kassiert. Und deine Ult hat ihn halt so zurückgeblockt und dann war er halt einfach in den Bomben. Das war Das eigentlich war schon eigentlich hochwertig. voll ultra geil. Hat schon ganz gut harmoniert. Jetzt springt er wieder zurück. Jetzt haben wir 9. Jetzt sieht es wieder gut aus. Das war ihre Ult, die hat ja richtig gefailt. Wir haben 10. Ah, ist erst down. Okay, jetzt können wir zurück. Mortis sollte jetzt in den. Eigentlich sollte Mortis gar nicht mehr rankommen. Oh, Shelly, nein. Boom. Boah, perfekt gespielt.
Einfach nur Ult, Auto-Attack in einem Zug. Oh nein, wir müssen nochmal halten. Ich hab 10. Okay, perfekt. Dann können wir dich jetzt treffen. Dann geh zurück. Lol, die Kanone hat noch gekillt. Du kannst zurückgehen. Oder haben die auch schon über 10? Die haben 5000. Nein, ich wollte halt nur 15 oder 16 haben, deswegen. Perfekt. Schön gespielt. Wir haben 20 Stück. Lol. Alter, dieser... Wenn man selber im Busch ist und da kommt irgendwie eine Shelly, einfach Auto-Attack, Ult, wenn man wirklich in der Truppe drinsteht, es ist so krank. Ja, das ist halt Ultra-Damage. Mit der Ult, glaube ich, 700, 800 Damage, irgendwie sowas. Ja. Siehst du, wie viel nur rauskommt. Sieht man das denn optisch? Ich guck mal ganz kurz. Ich glaube schon. Na, ein paar schon. Da kamen ein paar Kugeln raus. Das waren ja 10 Stück, das heißt, wenn 10 treffen, ist das ja 1000 Instant-Damage. Kann da angehen. Ne, ich glaube, so viele sind das nicht, oder? Nee, das zählt, glaube ich, nicht. Es zählen irgendwie 3 Kugeln als eine oder irgendwie sowas. Ja. Bestimmt 6 oder sowas. Das sollte so. Geht mal die Bomben genau in die Mitte. Boah, das... Einfach mit der Wand. Einfach alles kaputt machen. Ja, das finde ich echt gut. Immer wenn so ein Gegner mega lackt, eigentlich ärgert man sich mit den anderen Brawlern. So mit El Primo und so ist man immer richtig sauer, wie er so lacken kann. Aber mit Shelly killt man einfach die gesamte Wand. Hier ist noch ein Typ. Nein, der hat nix. Der ist hinter lass uns. Lass mit ihm leben. Der hat eh nix. Naja, aber der nervt ja. Boah, guck, der nervt. Da ist noch ein Kollegen hier. Der fängt an zu nerven. Okay, der eine ist down, der läuft durch alle Bomben. Perfekt. Wie close! Das gibt's nicht. Haben wir 7. Oh, jetzt müssen wir wieder in die Mitte. Krass, wie der in uns reingenockt wurde, heftig. Jetzt merkt man halt den Support von der Kanone. Ganz doll, ja, gerade so einen langen Teamfights. Ja, ja. Und vor allem, wenn sich dann auch keiner um die Kanone kümmert. Oh mein Gott, hier liegen 1000 Dinger. Ich hab genau 10. Perfekt. Kann ich einfach im El Primo umgebürstet. Ah, moin Sud. Da war der Mortis von eben gerade. Ach echt? Gerade bei mir im Chat, ja. Krass. Heftig. Also wenn man einfach so ein El Primo umbürsten kann, dann stimmt irgendwas mit einem Brawler nicht. Natürlich nur mit Ult und mit 4 Hits insgesamt, aber das sah sehr gut aus. Vor allem haben schon zweimal was gepatcht und die haben nie Shelly irgendwie berücksichtigt. Nie. Nimm mal Barley. Einer von euch. Dynamike und Barley? Ja. Meinst du, was klappt? Können wir probieren. Und was muss dann... Genau, der kann Bull spielen. Das Pep. Ja, das ist ein gutes Team, das gefällt mir. Ich glaube halt, in der Defensive ist es halt dann wieder schwerer. Mit Dynamike und Barley. In der Defense ist es leichter. Findest du? Ja, man kann so, die Gegner können ja nicht hinterherlaufen. Man läuft nach hinten und wirft die Dinger. Wenn beim Heiß der Ladescreen lange 3-6 steht, dann muss man verteidigen. Okay, das ist ein guter Tipp. 5 von 6. Was denn? Wenn da 3 von 6 lange steht beim Heiß, dann muss man verteidigen, sagt einer. Ich glaube, wenn der Ladescreen allgemein lange steht, weil dann ist das erste Team schon drin, noch nicht drin. Ja. Wollen wir mal sehen. Ja, der Burst zusammen ist schon nicht verkehrt. Nein, die haben einen Sniper, der mich folgt. Okay, da muss ich. Gut, der holt mich bestimmt jetzt am Anfang ein, zwei Mal, aber danach gewöhnt man sich dran, dass man da. Man kann die Todes-Easy links und rechts ausweichen. So viel dazu. Heftig. Ich werfe auch mit Barley immer meine Ult. Die ist irgendwie so schnell wieder ab. Ja, ja. Hast du Barley auch, Max, schon? Nee, nur den Angriff. Alter, das ist der Shit. Meine Bomben machen halt zusammen 400 Schaden. Wenn ich zwei Dinger werfe, ist das immer instant der 800er Burst auf Distanz. Da, guck, was ist das?
Lol, stark. Überlegt. Guck, wenn der da drin ist. Okay, schade. Aber du hast ja auch noch dein Damage. Oh nein, er kommt durch. Er hat nur eine geworfen. Ulti weg für einen. Ärgerlich für ihn. Aber nur eine Bombe von seiner Ulti macht 7% am Power. Zack. Alter, Blix hat ihn voll in mich reingezwungen. Sehr geil. Wo sie die Kanone jetzt schon hinstellt, weil sie keine Ahnung mehr hat, wo sie hinkommt. Guck dir das an, Alter. Wir haben so krank. Man kann uns ja, nicht verfolgen. Stimmt. Weißt du, sobald man uns hinterherläuft, trifft halt jeder Angriff. Das ist krass. Hätte ich nicht gedacht, dass das gut funktioniert mit den beiden. Ult noch dazu, ey, das ist ja... Die kommen ja gar nicht ran. Null. Ich kann einfach meine Ult spammen, wie ich will. Die ist durchgehend ab, weil wir so viel Schaden verursachen. Selbst wenn die jetzt durchkommen, vielleicht gar nicht mehr von der Zeit her. Nee. Ja, das klappt echt ganz gut. Das ist eine eindeutige Nummer, ne? Ja, das funktioniert. Was, du wurdest noch Starplay? Ich hab so viele Kills gemacht. Wenn die so weggeholt zusammen. Weil zusammen können wir halt einfach jemanden auf hohe Distanz komplett mit einer Combo weghauen. Wenn du mit Barley durchkommst und die Ulti halt einfach auf den, genau auf deinen Körper raufhaust, dann haust du halt alle Bomben auf einen Fleck und dann sind das irgendwie 3000 Damage oder sowas. Krass. So, jetzt wir wieder eine Defense, müssen wir wieder einen Vorteil haben. Alter. Max out Shelly. Jedenfalls schon mal am Start. Ups. Shelly auch down. Oh mein Gott. Die haben Kopfschmerzen. Gut. No, ich war verkackt. Der Colt hat Ulti, der wird dann vielleicht irgendwie snipen, glaube ich. Einfach Ult auf unseren Tresor setzen, das reicht. Kommt der Primo genau reingesprungen, wusste ja vorher schon, dass er da reinspringt, weißt du? Ja, das ist immer, wenn man den Primo da oben ist, finde ich den Primo nicht so cool in dem Modi. Weil du siehst halt immer direkt, wenn er die Ult macht, kannst du halt eher irgendwas raufwerfen. Dann ist er eigentlich auch immer direkt. Wenn wir die wieder einfach wegbursten in der Defense. Shelly rechts. Rechts unten ist offen. Was? Ich kann den one-hitten? Ja, mit der Bombe, mit deiner Ulti war das drauf, ne? Ja. Ja. Du hast 4% entspannt. Lol, Blix kriegt hier nicht down. Das muss ich helfen. Was war denn da los? Ich kann Code mit einer Bombe töten, ist das nicht lächerlich? Mein Gott, ist das dumm. Oh, er wollte gerade springen. Er wollte gerade springen, ja. Weiter nicht drüben, Shelly. Perfekt, haben wir noch. Jetzt springt er gleich. Als wenn wir es gewusst hätten. Ja. Oh, die Shelly gönnt sich nochmal. Sauber. Ja, so wird's. Defensiv echt komisch. Guck dir das doch mal an. Was ist denn mit dem? Einfach, wir werfen einfach alles auf ihn rauf. Ja, wir werfen einfach alles. Und das ist halt super easy zu treffen. Ja, Nachteil bei unseren Dingern, man muss halt wissen, wo der Gegner ist. Aber wenn sie auf einen zulaufen, ist das ja ganz klar, wo die sind. Ja. Dann hauen wir die einfach unseren Shit dahin und dann sind die tot. Allein, dass man einfach Cold One hitten kann mit der Ult.